Hallo und willkommen zu unserem neuen Pharmakologie-Crashkurs. In diesem Video möchte ich euch diverse Wirkstoffe vorstellen und sie mit euch besprechen. Ich versuche auch in der Videobeschreibung ein kleines Inhaltsverzeichnis anzulegen, damit ihr bei speziellem Interesse auch schneller zu eurem gewünschten Thema kommt. Dann beginnen wir auch schon mit den Parasympathomimetika. Diese aktivieren den Parasympathikus und führen somit zu einer Bradykardie, also zu einer Absenkung der Herzfrequenz. Das gleiche gilt auch für den Blutdruck. Außerdem führen sie zu einer Verstärkung der Verdauung oder einfacher gesagt, sie fördern die Verdauung, indem sie beispielsweise die Speichelproduktion erhöhen oder auch die Magensäureproduktion anregen. Daneben führen sie zu einer vermehrten Schweißbildung, verengen die Bronchien und führen zu einer Pupillenverengung. Wir unterscheiden dabei zwischen zwei Wirkmechanismen. Die direkten Parasympathomimetika binden an die sogenannten M-Cholinorezeptoren und aktivieren diese. Die indirekten Parasympathomimetika hemmen das Enzym Acetylcholinesterase, welches eigentlich den Abbau von Acetylcholin bewerkstelligt. Da dadurch ja mehr Acetylcholin zur Verfügung steht, kann es auch stärker bzw. kann es selbst den Parasympathikus aktivieren. Die verschiedenen Wirkstoffe haben auch verschiedene Indikationen. Die direkten Parasympathomimetika werden eher beim Glaukom, also bei einer Augenerkrankung, eingesetzt. Die indirekten Wirkstoffe sollen beispielsweise nach einer OP den Darm anregen. Sie dürfen aber oder sie sollen aber nicht beim mechanischen Ileus eingesetzt werden. Außerdem werden einige Medikamente dieser Gruppe auch tatsächlich bei leichten bis mittelschweren Demenzen eingesetzt. Dabei können sie die Demenz zwar nicht heilen, führen aber zu einer besseren Gedächtnisleistung. Natürlich haben diese Medikamente wie andere auch Nebenwirkungen. Hierunter gehören Herzrhythmusstörungen, Schweißausbrüche und durch die vermehrte Darmfunktion der Durchfall. Einige bekannte Vertreter sind hier aufgelistet. Zu den direkten Parasympathomimetika gehören das Pilocarpin und das Carbachol und zu den indirekten gehören das Neostigmin und das Donepezil. Das Donepezil wird übrigens bei der Alzheimer-Demenz verwendet. Dann kommen wir zu ihren Gegenspielern, nämlich zu den Parasympatholytika. Diese hemmen den Parasympathikus und führen zu einer Tachykardie, also zu einer Anhebung der Herzfrequenz. Sie vermindern eher die Darmperistaltik, wie auch die Schweißbildung, und führen zu einer Erweiterung der Bronchien. Gleiches gilt auch für die Pupillen. Sie entfalten ihre Wirkung dadurch, dass einfach der Acetylcholinrezeptor, also der gerade erwähnte M-Cholinorezeptor, blockiert wird. Es gibt auch hier wieder verschiedene Indikationen. Sie werden beispielsweise bei Darmkoliken eingesetzt, um den Darm etwas zu entlasten. Oder aber auch bei der COPD, da sie ja eine bronchodilatatorische Wirkung haben. Sie erweitern ja also die Bronchien. Außerdem gibt es auch Wirkstoffe, die bei einer Dranginkontinenz eingesetzt werden. Patienten mit Dranginkontinenz verspüren ganz plötzlich einen Harndrang und verlieren dann auch sofort Harn. Um diese Symptomatik zu verbessern, kann man eben diese Parasympatholytika einsetzen. Es gibt auch hier wieder einige Nebenwirkungen wie die Mundtrockenheit, die warme Haut und die Verdauungsstörungen. Daneben kann die gerade besprochene Tachykardie auftreten. Und bei einigen Patienten kann es sogar zu Halluzinationen kommen. Ein bekannter Vertreter ist das Atropin. Daneben gibt es auch aber das Scopolamin, das N-Butylscopolamin, welches auch als Buscopan bekannt ist. Das ist aber nur der Handelsname. Dann gibt es noch das Tolterodin, das Oxybutynin und das Ipratropium. Das Ipratropium wird übrigens bei der COPD eingesetzt. Jetzt sind wir auch schon bei den unselektiven Sympathomimetika, also Wirkstoffe, die den Sympathikus direkt aktivieren. Ihre Wirkung ist eigentlich ganz ähnlich wie der Parasympatholytika. Sie steigern nämlich auch ebenfalls die Herzfrequenz,
führen aber auch zu einer Verstärkung der Herzkontraktilität. Das Herz kann also stärker schlagen. Auch sie führen zu einer verminderten Darmperistaltik, sie erweitern die Pupillen und die Bronchien und sie führen zu einem vermehrten Abbau von Triglyceriden. Dabei wirken die Wirkstoffe einfach durch die Aktivierung von Alpha- und Beta-Rezeptoren, die auch als Adrenozeptoren bezeichnet werden. Man sollte hier beachten, dass diese Wirkstoffe bei schwerwiegenden Krankheitsbildern eingesetzt werden, wie beispielsweise beim septischen Schock oder auch beim kardiogenen Schock. Tatsächlich werden auch einige von ihnen bei Reanimationsversuchen angewendet. Es gibt einige Nebenwirkungen, die man beachten sollte, nämlich die Blutdruckerhöhung, einige Herzrhythmusstörungen, die sie begünstigen, und auch die verminderte Darmperistaltik, also die Obstipation. Das Adrenalin und das Noradrenalin sind zwei ganz bekannte Vertreter, aber auch das Dopamin gehört zu ihnen. Dann sind wir auch schon bei den berühmten Beta-Blocker. Beta-Blocker führen zu einer Senkung der Herzfrequenz und zu einer Senkung der Herzkontraktilität. Das ist bei Patienten mit koronaren Herzkrankheiten gewünscht. Außerdem führen sie zu einer verminderten Insulinsekretion und zu einer Hemmung des Glykogenabbaus bzw. des Fettabbaus. Die verminderte Insulinsekretion führt dazu, dass der Blutzuckerspiegel eigentlich erhöht sein müsste. Da sie aber auch gleichzeitig den Glykogenabbau hemmen, kann es auch zu Hypoglykämien, also zu verminderten Blutzuckerspiegeln kommen. Das ist auch meist das klinisch Relevantere. Sie wirken einfach durch die Hemmung von Beta-Rezeptoren. Dabei sollen die Präparate eigentlich selektiv auf Beta-1-Rezeptoren wirken, also insbesondere diejenigen, die bei herzkranken Patienten eingesetzt werden. Allerdings muss man zugeben, dass auch die neueren Präparate nicht ganz selektiv sind. Das heißt, sie binden auch an die sogenannten Beta-2-Rezeptoren. Ich werde gleich nochmal dazu kommen. Beta-Blocker werden also bei einer arteriellen Hypertonie, also beim Bluthochdruck, bei der KHK, also bei der koronaren Herzkrankheit, eingesetzt. Auch Patienten mit chronischer Migräne können tatsächlich von ihnen profitieren. Zwei weitere Anwendungsgebiete sind der essentielle Tremor und das Glaukom. Es gibt auch einige Nebenwirkungen zu beachten, nämlich die Hypotonie, also der verminderte Blutdruck, Kopfschmerzen, Depressionen, die angesprochene Hypoglykämie, aber sie können natürlich auch zu Hyperglykämien führen, zu der Potenzstörung und sie führen auch zu kalten Extremitäten. Zwei bekannte Wirkstoffe sind das Metoprolol und das Bisoprolol. Dann sind wir auch schon bei den Beta-2-Sympathomimetika. Diese Wirkstoffe erweitern die Bronchien und hemmen bei Schwangeren die Wehen. Dabei ist der Wirkmechanismus ganz einfach. Sie aktivieren den sogenannten Beta-2-Rezeptor. Da sie ja die Bronchien erweitern, finden sie beim Asthma bronchial und auch bei der COPD-Anwendung. Außerdem kann man mithilfe ihnen bzw. mithilfe einiger Vertreter vorzeitige Wehen bei Schwangeren behandeln, damit sie diese einfach nicht zu früh gebären. Und dann kommen wir auch schon zu den Nebenwirkungen. Sie bewirken oder können bewirken eine Hypokaliämie. Das machen sich aber einige Ärzte zu Gebrauch und wenden diese Medikamente bei Hyperkaliämien an, um den Kaliumspiegel etwas zu senken. Diese Wirkstoffe können übrigens zu einer Steigerung des Blutdruckes führen, sie können Rhythmusstörungen begünstigen, eine Hyperglykämie verursachen und auch ein Zittern hervorrufen, also den Tremor. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu. Wir hatten ja gerade die Beta-Blocker besprochen. Die Beta-Blocker können auch an die hier wichtigen Beta-2-Rezeptoren binden und diese blockieren. Damit haben beispielsweise Asthma-Patienten aber ein Problem, weil das Ganze führt nämlich zu einer Bronchokonstriktion, also die Bronchien würden verengt werden.
Deshalb muss man immer aufpassen mit Beta-Blockern und Patienten mit Asthma. Wichtige Vertreter sind das Salbutamol, das Formoterol und das Terbutalin. Dann sind wir auch schon bei den Alpha-Blockern, die zu den sogenannten Sympatholytika gehören, also Medikamente, die den Sympathikus hemmen. Dadurch, dass sie den Sympathikus hemmen, kommt es zu einer Absenkung des Blutdruckes. Und was auch interessant ist, ist nämlich die Relaxation des Blasenhalses. Dazu komme ich aber noch gleich. Sie wirken also durch eine Blockade von Alpha-Rezeptoren, die im Sympathikus-System eine wichtige Rolle spielen. Sie werden bevorzugt bei der arteriellen Hypertonie eingesetzt, man muss aber zugeben, dass sie mittlerweile relativ stark an Bedeutung verloren haben. Allerdings spielen sie bei der benignen Prostatahyperplasie eine große Rolle, dadurch, dass sie ja den Blasenwiderstand, nenne ich das mal, vermindern. Können sie bei Patienten mit einer BPH, also mit einer Prostatahyperplasie, eingesetzt werden. Diese Patienten leiden ja meist unter einem abgeschwächten Harnstrahl etc. und diese Medikamente können diese Symptome lindern. Außerdem werden die Alpha-Blocker auch beim Pheochromozytom eingesetzt, also einem bestimmten Tumor. Allerdings können sie zu Ödemen oder zu einer Reflextachykardie führen. Wenn nämlich der Blutdruck abgesenkt wird, versucht das Herz das Ganze mit einer erhöhten Herzfrequenz zu kompensieren und das ist eben diese Reflextachykardie. Außerdem führen sie zur unangenehmen Schwellung der Nasenschleimhaut, also zu einer verstopften Nase und zu einer orthostatischen Dysregulation. Das heißt also, dass der Blutdruck so stark abgesenkt wird, dass beim Aufstehen einem schwarz vor Augen werden kann. Einige können sogar bewusstlos werden dadurch. Wichtige Wirkstoffe sind das Doxazosin, das Tamsulosin und das Phenoxybenzamin. Das Tamsulosin wird bei der benignen Prostatahyperplasie eingesetzt, während das Phenoxybenzamin beim Pheochromozytom Anwendung findet, weil es die Alpha-Rezeptoren irreversibel blockiert. Dann sind wir schon bei den Antisympathotonika. Auch Antisympathotonika bewirken eine Blutdrucksenkung und lösen Muskelverspannungen. Dabei ist der Wirkmechanismus aber etwas komplex. Sie aktivieren nämlich zentrale, also im ZNS gelegene Alpha-2-Rezeptoren. Dadurch wird die Ausschüttung von Noradrenalin gehemmt und somit im Endeffekt der Sympathikus gehemmt. Deshalb werden sie bei der arteriellen Hypertonie, bei Muskelverspannungen und auch ergänzend bei einer Alkoholentzugstherapie eingesetzt. Sie können aber zu Müdigkeit, zu Depressionen und auch zu einer orthostatischen Dysregulation führen, weil sie ja den Blutdruck senken. Einige Patienten können auch bei Einnahme unter Mundtrockenheit leiden. Wichtige Wirkstoffe sind das Clonidin, das Tizanidin und das Alpha-Methyl-Dopa. Alpha-Methyl-Dopa ist übrigens bei Schwangeren, spielt bei Schwangeren eine große Rolle, weil es eines der wenigen Medikamente ist, die bei einer Schwangerschaftshypertonie eingesetzt werden können. Nun kommen wir auch schon zu den wichtigen Diuretika. Diuretika wirken, generell gesprochen, sie bewirken eine erhöhte Urinausscheidung und führen auch zu einer veränderten Zusammensetzung des Harns. Dabei gibt es ganz verschiedene Wirkmechanismen, je nach Wirkstoff. Die Schleifendiuretika sind eine wichtige Gruppe, da sie sehr schnell wirken. Sie blockieren nämlich den Natrium-Kalium-2-Chlorid-Cotransporter, der sich im aufsteigenden Ast der hähnlichen Schleife befindet. Thiazide wirken etwas langsamer und blockieren die Natrium-Chlorid-Cotransporter im distalen Tubulus. Osmodiuretika binden selbst durch Osmose Wasser und entziehen dem Körper sozusagen relativ viel Wasser, das dann einfach über die Nieren ausgeschieden wird. Carboanhydrasehemmer hemmen das Enzym Carboanhydrase im proximalen Tubulus, welches eigentlich für die Bicarbonat-Resorption zuständig ist. Wenn dieses Enzym gehemmt wird, kommt es zu einer vermehrten Bicarbonat-Ausscheidung
Und auch die Diurese wird etwas erhöht, also die Harnausscheidung wird etwas erhöht. Bei den kaliumsparenden Diuretika gibt es zwei verschiedene Wirkmechanismen bzw. zwei verschiedene Vertreter, also zwei verschiedene Gruppen. Die Aldosteron-Antagonisten wirken eher auf die Genexpression ein, das heißt, sie führen zu einer verminderten Natriumkanalexpression im Sammelrohr. Also es werden weniger Natriumkanäle gebaut und in die Zellmembran eingebaut. Die Aldosteron-Unabhängigen blockieren hingegen die vorhandenen Natriumkanäle im distalen Tubulus bzw. im Sammelrohr. Da Schleifendiuretika sehr schnell und sehr stark wirken, eignen sie sich insbesondere für die schnelle Austreibung von Ödemen, zum Beispiel beim Lungenödem. Außerdem kann man mit Hilfe von ihnen, kann man mit Schleifendiuretika auch bestimmte Giftstoffe schnell eliminieren. Das nennt man dann eine forcierte Diurese bei Intoxikation beispielsweise. Thiazide werden hingegen bei einer arteriellen Hypertonie gerne eingesetzt oder auch bei Ödemen. Osmodiuretika werden gar nicht so sehr bei Nierenerkrankungen oder etwas derartiges eingesetzt, sondern eher beim Hirnödem oder beim akuten Glaukom, wie auch die Carboanhydrasehemmer. Kaliumsparende Diuretika und insbesondere die Aldosteron-Antagonisten spielen eine wichtige Rolle bei der Therapie der Herzinsuffizienz. Außerdem werden diese auch bei einer Leberzirrhose mit Aszitis eingesetzt und auch beim primären Hyperaldosteronismus. Die aldosteronunabhängigen kaliumsparenden Diuretika werden beispielsweise bei chronischen Ödemen angewendet. All diese Wirkstoffe haben auch ihre eigenen Nebenwirkungen. Schleifendiuretika bewirken beispielsweise eine Hypokaliämie bzw. sie begünstigen Hypokaliämien. Außerdem führen sie zu einer, zu einem vermehrten Harnsäure, also sie erhöhen den Harnsäurespiegel im Blut. Das nennt man dann Hyperurikämie. Da sich die Transporter, diese Natrium-Kalium-2-Chlorid-Transporter, auch im Innenohr befinden und die Schleifendiuretika also auch im Innenohr wirken, kann dadurch das Innenohr geschädigt werden. Thiazide hingegen bewirken ebenfalls eine Hyponatremie. Sie können zu einer Erhöhung des Serumkalziums führen. Deshalb werden sie gerne bei Osteoporose-Patienten eingesetzt, damit das Kalzium noch im Körper verbleibt. Sie begünstigen übrigens auch Hyperglykämien und auch Hyperurikämien, also den Anstieg der Harnsäure im Blut. Bei Osmodiuretika ist Folgendes der Fall: Da sie ja Wasser binden, kommt es zu Beginn der Therapie zu einer Volumenbelastung. Also es kommt plötzlich zu einem. Es kommt, also es gibt dann mehr Wasser im Blutkreislauf sozusagen, wenn man das platt ausdrücken will. Carboanhydrasehemmer führen zu einer metabolischen Azidose, weil ja das ganze Bicarbonat ausgeschieden wird. Bei den kaliumsparenden Diuretika hingegen muss man auf Hyperkaliämien aufpassen oder auf Hyponatriämien. Das Spironolakton übrigens, das ein bekannter Vertreter der Aldosteron-Antagonisten ist, führt bei Männern zu einer oder kann bei Männern zu einer Gynäkomastie führen, also zu einer weiblichen Brust. Das Thorazamid und das Furosemid sind bekannte Vertreter der Schleifendiuretika. Das Hydrochlorothiazid und das Xipamid sind bekannte Vertreter der Thiazide. Das Mannit ist ein Osmodiuretikum. Es ist auch bekannt unter dem Namen Mannitol, das ist aber der Handelsname. Das Acetazolamid ist ein Carboanhydrasehemmer. Das Spironolakton und das Eplerenon sind Aldosteron-Antagonisten und das Amylorid und das Trimethadron sind bekannte Vertreter der aldosteronunabhängigen kaliumsparenden Diuretika. Dann sind wir auch schon bei den wichtigen ACE-Hemmern. ACE-Hemmer bewirken eine Senkung des Blutdruckes. Außerdem vermindern sie das Remodeling nach Herzinfarkt. Das ist nämlich so: Patienten mit einem Herzinfarkt, also bei Patienten mit einem Herzinfarkt kommt es durch die Schädigung zu bestimmten Umbauprozessen, die die Prognose des Patienten nochmal verschlechtern. Und diese ACE-Hämmer sollen eben das vermindern oder verhindern.
Außerdem wirken sie auch nephroprotektiv, das heißt, bei diversen Nierenerkrankungen können sie den Progress der Erkrankung verzögern. Dabei ist der Wirkmechanismus eigentlich gar nicht so schwer. Sie hemmen das Enzym ACE, also das angiotensin-konvertierende Enzym, welches eigentlich Angiotensin 2 herstellt. Wenn also dann weniger Angiotensin 2 zur Verfügung steht, gibt es auch weniger Aldosteron. Außerdem werden die Gefäße nicht mehr so eng gestellt und der Körper resorbiert dann nicht mehr so viel Wasser. Also verliert dann etwas Wasser, was aber das Herz entlastet. Deshalb werden ACE-Hemmer gerne bei einer arteriellen Hypertonie eingesetzt. Sie gelten derzeit als Mittel der ersten Wahl. Sie werden bei Herzinfarktpatienten oder bei Herzinsuffizienzpatienten eingesetzt und auch bei diversen Nierenerkrankungen. Hierbei kann man die diabetische Nephropathie hervorheben. Sie haben aber auch Nebenwirkungen, auf die man aufpassen muss, nämlich die Hyperkaliämie. Außerdem kann bei einigen Patienten oder tritt bei einigen Patienten auch ein trockener Reizhusten auf, der dann sogar die Therapie beendet. Da muss man die Therapie umstellen. Außerdem gibt es noch bei einigen Patienten das Angioödem und natürlich, wenn der Blutdruck zu stark sinkt, dann gibt es eine Hypotension. Bekannte Vertreter sind das Ramipril und das Captopril. Angiotensin-1-Rezeptorblocker wirken ganz ähnlich wie ACE-Hemmer, deshalb können wir das etwas schneller machen. Auch sie senken den Blutdruck, auch sie sollen positive Effekte nach Herzinfarkt haben. Auch bei Nierenerkrankungen wirken sich günstig aus. Der Wirkmechanismus ist aber etwas anders. Sie bewirken nämlich eine Blockade des Angiotensin-1-Rezeptors oder wenn wir genauer sein wollen, sie blockieren den Angiotensin-2-Rezeptor vom Subtyp 1. Damit kommt es aber eigentlich zu den gleichen Effekten wie bei ACE-Hemmer, nämlich das Aldosteron wird weniger, die Gefäße werden weniger eng gestellt und es wird weniger Wasser rückresorbiert. Deshalb sind auch die Indikationen wieder fast eigentlich die gleichen, aber die Nebenwirkungen unterscheiden sich dahingehend, dass hier der trockene Reizhusten nicht mehr so oft auftritt. Dafür kommen aber noch die Kopfschmerzen diesmal in Betracht. Bekannte Wirkstoffe sind das Candesartan und das Valsartan. Dann sind wir auch schon bei den Calcium-Antagonisten. Hierbei gibt es drei verschiedene Typen oder Wirkstoffklassen. Der Nifedipin-Typ führt zu einer peripheren Vasodilatation, also zu einer Erweiterung der Arterien in der Peripherie. Dadurch sinkt der Blutdruck. Der Verapamil-Typ hingegen wirkt relativ selektiv auf das Herz ein und führt zu einer Herzfrequenzabsenkung und auch die Kontraktilität nimmt ab. Der Diltiazin-Typ nimmt sozusagen eine Zwischenstellung ein, bewirkt aber beides nur in schwacher Form. Sie haben aber alle den gleichen Wirkmechanismus. Sie bewirken nämlich eine Blockade des L-Typ-Calcium-Kanals. Wie bereits erwähnt, wird insbesondere der Nifedipin-Typ bei einer arteriellen Hypertonie eingesetzt. Außerdem führen sie zu einer vermehrten Durchblutung der Akren, also der Extremitäten, und werden deshalb beim Raynaud-Syndrom eingesetzt. Das Verapamil, das ja am Herzen wirkt, wird beispielsweise bei einer hypertrophen Kardiomyopathie angewendet. Eine Erkrankung des Herzens, wo die Herzmuskelmasse einfach sehr stark zugenommen hat. Es gibt natürlich wieder einige Nebenwirkungen, wie die Reflextachykardie durch den sinkenden Blutdruck, aber auch die Knöchelödeme, das ist ganz typisch für den Nifedipin-Typ. Bei einigen Patienten kann es auch zu Kopfschmerzen kommen und beim Verapamil-Typ gibt es dann auch vermehrt Bradykardien und AV-Blöcke. Bekannte Wirkstoffe sind das Nifedipin, das Amlodipin, das gehört auch zu der Nifedipin-Gruppe, das Verapamil und das Diltiazem. So, nun sind wir auch schon bei den Nitraten. Einige davon sind auch als Nitrospray bekannt. Nitrate wirken bevorzugt im venösen System und führen hier zu einer Vasodilatation. Dadurch sinkt der Blutdruck. In höheren Dosierungen wirken sie übrigens auch auf das arterielle System.
Dabei ist der Wirkmechanismus folgender: Die Guanylatcyclase wird durch die Nitrate aktiviert und produziert dann mehr, oder es kommt dann dadurch zu einer erhöhten cGMP-Konzentration. Dadurch sinkt die Calciumkonzentration in den Zellen, also in den glatten Muskelzellen der Gefäße, und dadurch kommt es zu einer Vasodilatation. Nitrate werden gerne bei Angina pectoris-Anfällen eingesetzt, als Nitrospray beispielsweise, aber auch bei hypertensiven Krisen, also wo der Blutdruck wirklich sehr hoch ist. Sie führen natürlich zu einer Hypotonie, zu einer Reflextachykardie und auch zu Kopfschmerzen bei einigen Patienten. Wichtige Wirkstoffe sind das Glycerol-Trinitrat, das Isosorbit-Mononitrat und das Isosorbit-Dinitrat, das ISDN. So, nun sind wir auch schon bei den Phosphodiesterase-Hemmern. Dabei unterscheiden wir zwischen diversen Formen bzw. zwischen verschiedenen Typen. Die Phosphodiesterase-3-Hemmer führen zu einer erhöhten CAMP-Konzentration in den Herzzellen. Dadurch nimmt die Herzkontraktilität zu. PDE4-Hemmer führen ebenfalls zu einer CAMP-Erhöhung, aber diesmal in den Bronchien. Das führt zu einer Erweiterung der Bronchien und zu einer Verlangsamung der chronischen Entzündung. Also sie werden eingesetzt, um die Entzündung etwas abzudämmen. PDE5-Hemmer sind eigentlich relativ bekannt. Sie führen ebenfalls zu einer cGMP-Erhöhung, beispielsweise in der Lunge oder aber auch am männlichen Glied. Es gibt daneben noch unspezifische PDE-Hemmer, also die eigentlich auf diverse verschiedene Phosphodiesterasen einwirken. Und dabei versucht man aber insbesondere diesen PDE4-Hemmeffekt zu nutzen, also um auf die Bronchien einzuwirken. Da sie ja auf verschiedene Organsysteme einwirken, gibt es auch verschiedene Indikationen. PDE3-Hemmer werden bei der akuten Herzinsuffizienz eingesetzt, um die Herzfunktion etwas zu verstärken. Die PDE4-Hemmer werden gerne bei der COPD eingesetzt. Und die PDE5-Hemmer, die kennt man, einen bekannten Vertreter kennt man übrigens als Viagra. Das soll die erektile Dysfunktion behandeln. Aber es gibt auch PDE5-Hemmer, die extra für die pulmonale Hypertonie zugelassen sind. Daneben gibt es noch die unspezifischen PDE-Hemmer, die aber auch gerne bei der COPD oder beim Asthma eingesetzt werden. Alle haben natürlich auch wieder eigene Nebenwirkungen. Die PDE3, die Herzrhythmusstörungen, die PDE4, die Hemmer, die Depressionen. Die PDE5-Hemmer können zu Kopfschmerzen führen bzw. zu Schwindel, weil auch der Blutdruck übrigens absinken kann. Und die unspezifischen PDE-Hemmer sind übrigens relativ in Verruf geraten, kommen fast nicht mehr sind nicht mehr so oft im Einsatz. Sie können zu Übelkeit, Erbrechen, Herzrhythmusstörungen führen. Genau. Einige bekannte Wirkstoffe hier noch: Das Milrinon ist ein PDE3-Hemmer, das Roflumilast ist ein PDE4-Hemmer, das Sildenafil ist ein PDE5-Hemmer und das Theophyllin ist ein unspezifischer PDE-Hemmer. So, nun sind wir auch schon beim Amiodaron. Das Amiodaron blockiert die spannungsabhängigen Kaliumkanäle und wirkt somit antiarrhythmisch, es wirkt also am Herzen. Deshalb wird es insbesondere bei verschiedenen Herzrhythmusstörungen eingesetzt, wie beispielsweise beim Vorhofflimmern, bei ventrikulären Tachykardien oder auch bei supraventrikulären Tachykardien, insbesondere bei Patienten mit Herzinsuffizienz. Es hat aber auch zahlreiche Nebenwirkungen, sodass es nicht mehr so oft eingesetzt werden sollte, wenn es geht. Es führt nämlich zu Leberfunktionsstörungen. Es kann zu einer Lungenfibrose führen. Das ist zwar eine seltene Nebenwirkung, aber umso schwerwiegender. Außerdem kann die QT-Zeit verlängert werden und es sind Hyper- oder Hypothyreosen möglich. Also es kann zu einer Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse kommen, da das Medikament jodhaltig ist.